Weltuntergang ist nicht immer geil. Hallo, meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte, und ihr seht, ich habe euch mitgebracht Freak Angels, den ersten Band. Was ist das hier? Das ist aus dem Avatar Verlag. Davon habe ich gar nicht so viel. Ja, es handelt sich hier um Postapokalypse, diesmal nicht in den USA, sondern in London. Und zwar ist die Welt untergangen, und ich glaub, eine Gruppe aus sechs, ja, jungen Erwachsenen, Jugendlichen sind schon nicht mehr in diesem Anfang 20, die über Fähigkeiten verfügen, sagen wir es mal neutral. Die leben in dieser Postapokalypse, und wir erfahren quasi, wie sie da zurechtkommen, wie sie ja da umgehen und welche Abenteuer sie so erleben. Und ihr seht das schon hier. Hier fängt es schon an. Habt ihr von anderen Zeichnungen vielleicht auch schon gesehen. Also irgendwie, für mich ist das nichts zeichnerisch. Also mich erreicht das nicht. Ich finde das nicht wirklich stimmungsvoll. Ich finde das nicht wirklich gelungen. Also vor allem die Charaktere, das sieht nicht aus. Das sieht aus wie mit viel Liebe und mit weniger Talent gezeichnet. Mehr Talent als ich habe in irgendetwas, das ist auch klar, aber also für einen Comic ist das nicht so. Und dann seht ihr auch, generell ist das so ein bisschen ja so steampunkig angehaucht irgendwie. Auch das ist nichts, was ich mit dem ich persönlich jetzt viel anfangen kann. Das ist natürlich auch genauso wie der Zeichenstil eine rein persönliche Präferenz, aber Steampunk ist ähnlich wie, ja, auch Cyberpunk ist nicht so meins, aber Steampunk schon mal gar nicht. Ja, und dann soll natürlich unsere Gruppe aus sechs jungen Erwachsenen hier, also, die über besondere Fähigkeiten verfügen und alle ein bisschen quirky sind und Eigenarten haben, die sollen uns hier fesseln. Und dann sollen wir dieses Mysterium noch irgendwie auf den Grund gehen, warum ist die Welt untergegangen, und beides funktioniert für mich nicht. Ja, hier ist der Arschloch der Geschichte. Naja. Ja. Nee. Ach, oh, nee. Also für mich war das nichts, deswegen habe ich auch den anderen Band nicht gelesen. Ich meine, klar, so ein untergegangenes London, ja, irgendwie niedlich, aber wie gesagt, Steampunk nicht meins, Zeichnung nicht meins, Story haut mich nicht um, Charaktere fesseln mich überhaupt nicht, da helfen die Brüste ja auch nicht mehr weiter. Ja, also meins war es nicht. Falls das jemand von euch gelesen hat, kann er mir gerne sagen, ob das in den nächsten Bänden noch besser wird. Ansonsten, Freak Angels, oh, bleibt mal zu Hause, passt schon.